Hallo Leute, herzlich willkommen zurück hier auf den Guns of Rampage-Kanal. Mein Name ist André oder auch Python genannt. Dieses Mal gibt es ein kleines Commentary, habe ich lange nicht gemacht oder ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt schon mal gemacht habe auf diesem Kanal. Im Hintergrund seht ihr ein Black Ops 2 Gameplay, das spielt mit der M27. Aussatz waren, glaube ich, Schalldämpfer anstelle des Magazins, aber bin ich mir nicht ganz sicher. Das Gameplay ist schon extrem alt. Das müsste am Anfang von Black Ops 2 gewesen sein. Habe ich noch im Kinomodus gefunden auf dem PC. Und ich hatte gerade nichts Besseres da. Ich hätte noch 100 Plus da gehabt, nur irgendwie war das nicht so prickelnd. Und irgendwie sind die restlichen Videos aus meinem Kinomodus leider weg. Ja, wie einige von euch wahrscheinlich wissen, steht jetzt der Advanced Warfare Release an. Wir haben es jetzt Dienstag. Und Dienstag ist die letzte Oktoberwoche. Und am Montag, dem 3. November, kommt endlich Advanced Warfare raus. Ja, ich hatte eigentlich gedacht, dass ich mich dieses Jahr gar nicht so doll auf neues Call of Duty freuen werde. Beziehungsweise habe ich mir halt so gedacht, weil Ghost hat mich ja schon ziemlich enttäuscht und das habe ich halt ziemlich heftig gehypt gehabt. Also nicht gehypt in dem Sinne, sondern ich habe mich einfach so extrem drauf gefreut, weil ich halt, wie einige vielleicht auch schon wissen, sehr, sehr gerne Call of Duty spiele oder gespielt habe. Und Black Ops 2 war auch nicht mein Lieblings-Call of Duty irgendwie. Aber ich konnte es halt spielen jetzt gegen Ende. Spiele ich es lieber als es rauskam. Und ja, das. Man sieht im Gameplay auch noch, da bin ich noch im Suchtzucker-Clan. Das ist uralt. Das ist wirklich uralt. Und zwar bei Advanced Warfare sah es so aus. Anfangs habe ich mir auch gedacht, ja, gut, so doll freue ich mich da nicht wirklich drauf. Es hat sich jetzt aber im Nachhinein, oder sagen wir jetzt mal im Laufe der ganzen Zeit, wo immer mehr Infos rauskamen oder wo die Gamescom war, doch andersrum wieder gewendet. Anfangs war es so ein bisschen, ja, vielleicht könnte man sich ja mal darauf freuen, vielleicht wird es ja wieder mal ein bisschen besser. Aber ich war halt eher so eingestellt, Ghost ist zwar blöd, ja, das wird wahrscheinlich auch nicht ganz so prickelnd sein. Da ist aber so ein Punkt, wo ich mir auch schon gedacht habe, das könnte eigentlich wieder gut werden, weil es von Sledgehammer kommt. Sledgehammer, wie einige vielleicht wissen, Mitentwickler von MW3, also von Modern Warfare 3, vom Multiplayer. Und das war eigentlich so ziemlich von den neuen Call of Duty mein Lieblings-Call of Duty. Da bin ich halt aufgegangen, hab da halt viel in der ESL gespielt und auch viel mit dem Clan gespielt. Ich glaube, ich habe da 2500 Stunden Spielzeit und bei den anderen Leuten, die mit mir im Clan drin waren, sah es auch nicht viel anders aus. Und ich spiele es manchmal sogar oder mittlerweile halt immer noch. Aber es ist halt in die Jahre gekommen, ist es klar. Und es sind halt viele Hacker auf dem PC und auf der Konsole ist irgendwie auch nicht so doll vertreten. Deswegen habe ich in letzter Zeit auch wieder angefangen, ein bisschen Black Ops 2 zu spielen. Oder ich habe sogar ein bisschen Ghost gespielt in letzter Zeit mit dem lieben Cold auf der Xbox One. Aber wirklich weit habe ich nicht gespielt. Ich habe halt mal das erste Prestige sozusagen voll gemacht, also bis Level 60 gespielt, damit ich sagen kann, ich habe ja wenigstens auf der Xbox One Ghost etwas länger gespielt, als ich habe es einmal angeworfen und habe es danach wieder weggeworfen. Und das ging halt auch, weil zu zweit hat es irgendwie ein bisschen mehr Spaß gemacht. Und auf Colts Kanal hatten wir auch noch ein bisschen Kill-Duel-Action hochgeladen gehabt. Aber wie gesagt, so die heftigsten Spieler sind wir beide halt nicht. Die war teilweise sogar mal besser, aber mittlerweile muss ich mich erstmal wieder richtig einspielen. Und in letzter Zeit, muss ich sagen, bin ich mit ein paar Leuten, die ich im Public kennengelernt habe, echt oft am Black Ops 2 spielen. Macht aber auch echt Spaß. Und ich habe mir mittlerweile sogar mal Tarnung gekauft. Ja, man glaubt das gar nicht. Normalerweise war ich da immer gegen, aber irgendwie hat es mich dann doch gereizt. So, Advanced Warfare. Man hat anfangs ja nicht allzu viel erfahren über das Spiel. Also es kam ja der Titel auf Advanced Warfare, oder beziehungsweise wo man gehört hat, dass Sledgehammer den Titel machen soll, dachte man ja halt erst, es könnte ja Modern Warfare 4 werden. Gut, jetzt haben sie eine eigene Serie gemacht. Hat sich anfangs nicht ganz so interessant angehört, muss ich sagen. Und aber als dann so die ersten Sachen ans Licht kamen, habe ich auch so gedacht, Zukunft, ja gut. Was hält man von Zukunft? Titanfall fällt mir da halt nur so ein oder fiel mir da ein zu der Zeit. Titanfall war ja auch Xbox One, auch großer Titel.
Aber im Endeffekt war es halt für mich selber nicht so prickelnd. Vielen hat es Spaß gemacht, aber viele waren auch genauso enttäuscht wie ich. Es hat halt nach kurzer Zeit keinen Spaß mehr gemacht und jetzt spielt es halt keinen Arsch mehr. Also ich frage mich, wen Titanfall noch juckt irgendwie. Auch wenn die neuen DLCs rauskommen, aber so wirklich suchten tut es keiner mehr. Ist halt. Es ist halt wirklich, es war versucht, ein Call of Duty zu sein. Also sie wollten halt ein Call of Duty haben in der Zukunft. Und es ist aber daran gescheitert, dass es halt auch zu wenig Waffen gab. Fand ich jedenfalls. Und die Maps nicht so geil waren. Und die Mechs haben mich irgendwann doch genervt. Und mir fehlt halt irgendwie Killstreaks. Killstreaks habe ich halt mittlerweile schon ziemlich gerne. Habe ich schon lieb gewonnen, wenn ich sie nicht irgendwie davon weggebasht werde. Deswegen ist für mich halt Titanfall gefloppt und ich habe es vielleicht 10 Stunden gespielt. Und danach nie wieder angerührt, liegt halt im Schrank hinter mir gerade für die Xbox One und ich brauche es nicht. Und im Gegensatz dazu habe ich zum Beispiel Black Ops 2 auch 300 Stunden gespielt. Oder gut, MW3 schlägt es natürlich nicht. Ghost habe ich insgesamt auch 300 Stunden gespielt, vielleicht auf allen Plattformen. Ist aber auch nicht wirklich so prickelnd. Und letztendlich hat sie halt gedacht, ja, wir bringen jetzt das Call of Duty auch nochmal raus, sozusagen, dass die bringen ein besseres Titanfall raus als Call of Duty. Und das hat mich dann erst ein bisschen geschockt und im Nachhinein hat es mich dann doch gefreut, weil mit Killstreaks und so kannst du halt schon ganz schön reinhauen und mit dem Call of Duty, mit dem flüssigen Spielen davon, das könnte schon ziemlich geil werden. Das freue ich mich ja mittlerweile auch schon ziemlich drauf, weil allein die Sachen, die jetzt, die angekündigt wurden, die sozusagen mit drin sein werden im Spiel. Es ist einfach extrem geil. Mir fehlen da manchmal die Worte zu. Spaß, Leute. Also fange ich nochmal so mit einem Punkt an, der mich extrem, extrem fasziniert oder halt, wo ich extrem gespannt drauf bin. Und zwar dieses Killstreak anpassen. Normalerweise war es ja so, man hat die Killstreaks gehabt, zum Beispiel. Nehmen wir mal das Beispiel die Drohne. Die Drohne war einfach, hat man mit, sagen wir, 300 Punkten erreicht man die. Und es ist halt einfach nur eine Drohne. So, es gibt im Spiel selber ja kein, zum Beispiel kein Blackbird oder halt kein V-Set. Man kann sich aber die Drohne einfach mit ein paar Sachen sozusagen upgraden, damit es auch ein V-Set ist. Man kann zum Beispiel draufsetzen, dass man die Drohne nicht runterschießen kann. Das kostet dann zum Beispiel, sagen wir, 150 oder 200 Punkte mehr. Und da muss man halt die 200 Punkte mehr auf die Drohne, sagen also ca. 500 Punkte erreichen. Dann hat man eine Drohne, die man nicht runterschießen kann mit einem Stinger. Wenn man dann zum Beispiel was drauf, dann zum Beispiel was drauf tut, wie dass sie länger anhält oder so, dann kann man sich sozusagen Stück für Stück seine Killstreaks aufbauen, die man haben möchte. Das Ganze habe ich übrigens von Fanto Games, also auch ein ziemlich guter YouTuber, der macht sehr, sehr gute Videos über Advanced Warfare, über die ganzen Sachen, die halt released wurden oder halt vorher ans Licht gekommen sind oder die gesagt wurden auf der Gamescom oder was weiß auch immer. Zeigt auch ein bisschen Gameplay. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Dieser Ansatz mit dem, dass man die Killstreaks anpassen kann, ist allein schon so ein großer Punkt, wo ich sagen würde, das ist die richtige Richtung, weil so ist man halt nicht begrenzt wie in Ghost auf die Killstreaks, die sowieso nicht ganz so geil sind, sondern ich kann einfach sagen, ja, ich möchte halt meinen Blackbird haben, ich möchte halt meinen V-Set haben und ich setze ihn mir einfach so mit meinen Punkten zusammen. Das ging in Teilen vorher nie. Da gab es vielleicht mal, dass es eine Kategorie mehr gab wie Specialist oder so oder wie Unterstützer-Killstreaks. Aber so wirklich anpassen gab es halt nie. Deswegen ist es halt schon so eine Funktion, wo ich sagen muss, Sledgehammer scheint es mittlerweile begriffen zu haben, dass man auch mal so ein bisschen was Innovatives Neues reinbauen muss in den Call of Duty. Weil es ist halt so, irgendwann bleiben die Spieler weg, wenn es immer wieder das komplett das Gleiche ist, weil Ghost war ja wirklich komplett das Gleiche in schlecht. Ghost hätte mir zum Beispiel auch besser gefallen, wenn man hätte man ein bisschen mehr ausgehalten. Das war so ein Knackpunkt für mich. Und es war halt irgendwie gar nicht E-Sport-freundlich, finde ich. Irgendwie gar nicht. Und Advanced Warfare soll ja auch auf jeden Fall von Sledgehammers Seite aus wieder E-Sport-tauglich werden. Und was halt auch für mich ein ganz wichtiger Punkt ist, dass es die Server wieder gibt. Also es gibt wieder dedizierte Server, nicht auf allen Plattformen, aber auf den meisten. Ich denke mal, auf der Xbox One, auf der PlayStation 4 und auf dem PC wird es dedizierte Server geben und auf der Xbox 360 und PS3 nur normales Peer-to-Peer-System, also normales Host-System. Ja, gut, auf dem PC werde ich spielen. Ich werde es auf der Xbox One spielen. Auf dem PC wurde ich jetzt wieder überredet. Und ja, da bin ich mal gespannt, ob die Server dieses Mal ein bisschen mehr herhalten als die von Black Ops 2. Das war ja so ein Hybrid-System. Manchmal war es Peer-to-Peer, manchmal war es ein Server. Das ist halt auch nicht gerade optimal gewesen.
Und ja, dann kann man halt endlich mal wieder gut Clan Wars reinhauen oder PCWs. Haben wir halt früher ganz viel bei MW3 gemacht, da ging das ja auch. Aber da waren die Server ja nach einer Zeit nicht mehr ranked irgendwie. Also private Server soll es übrigens auch geben, das will ich damit aussagen. Und das wird hoffentlich wieder so sein, dass sie auch ranked sind, dass man also einen Server erstellen kann mit einer Map-Pool mit einem bestimmten. Und man bekommt aber auch Punkte für den Multiplayer. Das wäre extrem gut. Zum Weiteren gibt es halt wieder das Prestige-System aus Black Ops 2. Das heißt, nicht so, dass man sich wieder einen Soldaten freischalten muss, wie bei Ghost, was mir einfach gar nicht gefallen hat, weil irgendwie ist für mich dann die Motivation zum Prestigen weggefallen. Sondern man muss halt auf Prestige drücken und alle Sachen sind erstmal weg. Die Aufsätze bleiben aber bestehen. Ne, die Aufsätze nicht, sondern die Tarnungen bleiben bestehen. Und man muss halt. Ne, gar nicht. Gar nichts bleibt bestehen, oder? Ne, gar nichts bleibt bestehen. Ja, genau. Gar nichts bleibt bestehen, aber man muss halt wieder alles hochleveln, außer die Sachen, für immer freischaltet. Ist halt cool und es gibt wieder Master Prestige, was ich bis jetzt auf keiner Plattform in Call of Duty gemacht habe. Also sprich, in Black Ops 2 habe ich auf der Konsole und auf dem PC niemals bis zum Master Prestige gespielt. Was mich mittlerweile ärgert, weil ich auf dem PC mittlerweile jetzt bei dem 8. hänge. Habe ich jetzt angefangen, bin Level 25, glaube ich, jetzt, wo ich das Video aufnehme. Und werde jetzt in der Woche noch ein bisschen weiter zocken, bevor Advanced Warfare rauskommt, weil ich muss mir auch noch einspielen. Und also ich muss ja halt auch gewappnet sein, dass ich gut in Advanced Warfare werde. Und deswegen, ja, ärgert es mich halt, dass ich nicht Master Prestige bin. Aber vielleicht schaffe ich das ja noch. Ist ja gerade Doppel-TP-Woche. Nicht nur Wochenende, sondern eine ganze Woche ist Doppel-TP in Ghost und Black Ops 2. Was ich auch noch cool finde, ist, dass es neben dem Modus mit dem Exoskelett, wo man also hoch springen kann, wo man diese Fähigkeiten hat, dass es da halt auch eine Liste gibt, wo man normal spielen kann. Also ohne Exoskelett, wo man nicht doppelt springen kann, wo man normal auf der Ebene gegeneinander spielt, also so wie es in jedem Call of Duty ist. Das ist so eine Sache, wenn ich mal sage, jetzt geht mir das richtig auf den Sack mit dem Double Jump und so weiter, dass ich halt einfach sagen kann, gut, dann nehme ich die Liste, wo ich einfach normal spielen kann. Ja, und das ist halt, ich denke mal, wenn das jetzt von Infinity Ward wäre, das Spiel, würde es so eine Option nicht geben, dass man so eine Liste einbaut. Es gibt auch wieder Partyspiele, es gibt so viel. Goldwaffen gibt es wieder und die sind halt diesmal wirklich schwer zu erreichen, wurde gesagt. Und das sind so mal so Motivationssachen für mich, dass ich. Es ist zwar für mich nicht so überkrass wichtig, dass ich leveln kann und dass ich Prestige habe und so weiter und Goldwaffen, aber es ist halt sozusagen für mich mittlerweile ein kleiner Anreiz, das Spiel weiterzuspielen, weil man möchte halt auch im Spiel sozusagen der Beste sein und das kann man halt nur erreichen, indem man das Spiel lange Zeit spielt oder indem man halt versucht, das höchste Level zu erreichen oder halt alle Tarnung freizuschalten. In MW3 hatte ich alle Waffen auf Gold, bis auf eine einzige Schrotflinte. Die KSG habe ich irgendwie nicht hinbekommen. Aber mittlerweile bin ich da auch im Prestige drin. Es läuft ja gerade noch das Roto Commander. Deswegen sind da auch meine Goldwaffen leider weg. Finde ich zwar schade, aber naja, gut. Da habe ich halt auch mich motiviert, alle noch auf Gold zu spielen. Deswegen ist auch diese Spielzeit, glaube ich, denke ich mal, zustande gekommen. Weil die Spielzeit kommt ja auch nicht von selber. Ja, und sind wir mittlerweile auch schon. Versprecher hier. Sind wir mittlerweile auch schon am Ende des Videos? Es sind 50 zu 11, ist nicht das überkrasse Gameplay, war auch nicht das größte Rusher-Gameplay, aber ich denke mal, zum Angucken im Hintergrund reicht es. Gut, dann könnt ihr mir vielleicht mal in die Kommentare schreiben, was ihr zu Advanced Warfare sagt oder worauf ihr euch freut. Könnt ihr natürlich auch noch schreiben, wenn das schon draußen ist, was euch dabei gefällt. Wir sehen uns auf jeden Fall in nächster Zeit bei vielen Advanced Warfare Gameplays und Advanced Warfare Videos und bis dahin wird erstmal, denke ich mal, das Roto Commander weiterlaufen und sonst eigentlich nichts weiteres von mir kommen, aber danach wird erstmal eine lange Zeit Advanced Warfare kommen. Gut, Leute, dann Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und haut da rein.